Finanzminister ist hier. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört das Zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Sie können ja danach mal reden. Je nachdem, was er sagt, Ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie auf, ruhiger zu sein. Und mich beeindruckt auch dieses Bild. Schau diese Landwirte und Landwirte, die hier nach Berlin kommen. Mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den sie hier zeigen. Ich sage sehr klar, ihr Protest, er ist legitim. Und ihr Protest ist friedlich. Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich. Hau ab! 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 Standesmäßige Empfang für unseren Finanzminister. Kein Wort zu verstehen.
Ist es so wie jedes Mal. Politik hat gesprochen, Bauern hauen ab, alle denken, oder die Regierung denkt, wenn sie so abhauen, sind sie ja zufrieden. Sind wir aber nicht. Und müssen irgendwie hier bleiben. Wir machen nachher auch noch weiter. Wir haben einen ganz coolen Redner auf der Bühne, Anthony Lee. Irgendwie müssen wir die hier halten, weiß ich noch nicht wie. Wie macht ihr das jetzt, was ihr zu erfahren? Ich habe Enno gerade abgestraft, der soll mit dem Megafon irgendwie eine Durchsage machen, aber wir können denen die Party nur um nicht so crashen. Fertig, da reicht man jetzt die Leute. Die brauchen jetzt nie im Hintergrund. Gehen wir weg mit dem Scheiß. Okay, macht, was ihr machen müsst. Wir sind hier dabei. Mal kicken, was heute hier abgeht. Hier ist mein Begleiter, der Reichsbürger. Genau.
Hier, Willi würde sich im Grab umdrehen, wenn er wissen, was wir für ein Regime jetzt hier in Berlin haben. Alter, der würde im Grab sich rotieren. Deutschland steht auf. Ja, Zeit wird's ja. Aber es gibt ja leider immer noch ein paar Bekloppte und Blinde. Aber denen kann man ja nicht mehr helfen. Genau, war die Onkels lauter da. Genau. Ja, Propagandafunk ist auch unterwegs. Ja, schön die Kamera scharf stellen. Dreckspack da, ehrlich, ey. Kriegen wir auch schon, ein kleiner Reichsbürger da auf dem Traktor. So, mal gucken, wann mein Freund aus der Zone kommt. Der lebt schon. Ah, der ist ganz in Ordnung.
Mann! Seid hier nur Spediteure.
Cory. Thank you.
wir sind hier Montag, 15. Januar 2024. Wir sind hier beim Famila in Jesteburg und es geht jetzt so langsam los. Es kommt Bewegung in die ganze Sache rein. Sehr schön. Sehr schön. Ich gehe hier mal ein Stück mit. Sehr schön. Ah, geht los jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Da ist richtig Alarm hier. Wahnsinn. Ja, hier fahren sie unsere Bauern, Handwerker. Ich habe hier schon Forstbetriebe jetzt gesehen. Sehr schön, sehr schön. So, zur Sternfahrt nach Hanstedt. Ich werde mich jetzt auch auf den Weg machen und hinterher fahren. Zweite Strophe. Wir brauchen Bier.
geil ist. Also. Thank you.
Zeig doch nur ihre Maßnahmen. Bleib hier. Zeig doch nur ihre Arbeit machen. Darf ich das begleiten, bitte? Nur klein. Hast du den Presseausweis, dann dürfen Sie es begleiten. Ansonsten nicht. Das ist kein Presseausweis. Ja, ich möchte noch mal gehen zum... Mal bitte, lassen Sie mal das Gitter bitte los! Können Sie mich... Nee, warten wir mal hier raus. Ich komme doch von da! Ich komm doch von da! Ja, aber Sie haben auf jeden Fall auf Hand. Ich hab gefilmt! Ja, aber Sie standen auf dem Weg, gerade einen Moment. Wie Sie auch mitbekommen haben. Erstmal rauslassen.